So, wie der benannt. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt haben wir ganz spontan Kamera eingeschaltet, weil ich gerade einen Anruf gekriegt habe vom Johann. Der ist im Krankenhaus. Wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, dann kennt ihr die Story schon, warum er im Krankenhaus ist. Er ist gerade aufgewacht von der Operation und wir stehen jetzt los. Haben ein bisschen was zum Essen dabei und werden ihn besuchen. Jetzt haben wir hier ein paar Teile. Das ist eine Bude. Da gibt es nichts Verbotenes zu sehen. Das ist hier der Ausblick. Also ich bin tatsächlich jetzt in der Boxershirt, weil ich einfach jetzt gerade den Anruf gekriegt habe und gesagt habe, hey Jenny, halt die Kamera drauf, jetzt geht's los. Alles klar, auf geht's. Ich habe wieder angerufen. Johann! Hey, habe ich dir die Sackenware. Das ist fix, Alter. Hat's mich gefickt hier. Ich spüre meinen Arm einfach nicht, Alter. Die haben meinen kompletten Arm mit so genervt, betäubt, sodass ich einfach nichts spüre. Also komplett taub, oder? Von der Schritte. Mein Finger habe ich das Gefühl. Aber die sagen, sei froh, dass das so ist, weil ansonsten darfst du jetzt schon die größten Schmerzen haben. Das glaube ich. Haben sie da Schmerzen nicht schon gegeben? Nein, aber die haben zu mir gesagt, jetzt kommt's. Ich kriege dann so einen Schmerzknopf. Und immer wenn ich spüre, dass ich Pein habe, dann drücke ich einfach einen Knopf und dann induziert das quasi wieder in meinen Arm hier. Weil so da. Oh, Scheiße. Also das bedeutet, ich kann dann quasi selbst bestimmen, wie oft das wieder drückt. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ja, nicht. Ja, der Bot. So, wer haben wir jetzt gekommen? Bangkok Hospital. Ja, das Einfachste ist immer hier in Bangkok mit dem Grab zu fahren. Bangkok Hospital Pattaya, Sukhumvit Road. Right? I don't know, where? Have to ask then, Sukhumvit Road or where? The two Pattaya Hospital, no. I don't know. Have how many Bangkok hospital in Pattaya? Have in Nagur, have in the Sukhumvit Road. I'm not sure. Everything okay? No. Always when I book the Grab, it shows me 6 minutes, and then it shows me 10 minutes, and then it shows me 12 minutes. How was that? So 9, 8 minutes. By the way, this is tea. Jetzt mal wieder ein paar Schritte, weil wir trinken hier die ganze Zeit Tee. Pfefferminztee. Fencheltee und Brennnesseltee. Und jetzt habe ich hier hochkonzentrierten Tee mitgebracht mit 20 Zierstoff drin. Also das musst du ungefähr mischen mit 5 Liter Wasser. Weil es verreckt da drin. Ich weiß nicht, was es denn zum Saufen gibt. Und zum Essen. Essen haben wir auch dabei. Hier ein paar so Low Brownie Cakes und Low. Ja, was weiß ich. Die schreiben wir drauf Low Carb und Low Fat. Und dabei, wenn du reinbeißt, 60 Nussen schon drin und außen auch. Bei uns daheim kannst du es nicht verkaufen. Weil bei uns muss es genau aufschreiben, was drin ist. Wie viel Fett, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, welche Inhaltsstoffe. Und hier hauen sie einfach irgendein Pickerl auf und schreiben drauf Low Fat. 9 minutes! What? Von 6 zu 9 minutes! Okay. Before it's maybe, 8 minutes. Maybe we drive by ourselves. Are you sure? Do you have the keepers here? Yes, of course. 17 minutes. If I drive, not 17. But look at this. What did you drive? How long? 30 minutes. Holy moly, we take the taxi. Okay, we take the taxi then. But look, no. It's raining season in Thailand. Seine Freundin ist auch bei ihm. Und zu dritt auf dem Roller fahre ich mit ihnen nicht. Für die Wahnsinnigen, das sage ich euch. Yes, it is right. Say no. What's for a woman? Kop Kun Ka. Ka. So, hello. 11. Yes. Sorry. Jetzt mal aber was sagen. Ich freue mich nicht hier nackt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. I'm just kidding, man. It doesn't matter anyway, but. Yes, please. This arm is so numb, right? It's fucked. It gives me a scary feeling, actually. Like it's so dead numb. Feels like with Taubfleisch, oder? Yeah, I can't move my fingers, and it's really scary. When I touch it, it feels like it's not mine. And then sometimes some pain comes, or like a nerve
the popping, and I'm not 100% sure if this is in the right position. You know what I mean? Like, so once the numbness stops, is this now in the right position already to not in tension, right? Mm-hmm. Can't really tell. How long is this session? 2 hours. Schaut zu mir her. Der hat einen Lachs gekriegt. Bei uns kriegst du einfach nur. Bei uns kriegst du 2 Toastscheiben und 3 Scheiben Butter. Ja, yeah, bro, they had chicken, they had steak, they had a lot of stuff. Das ist. Johann, wie schiert's? Oh, wie dir? Hast du einen Döner dabei? Einen sogenannten Ein Hindl-Kebab. Okay. So, 3 Tage später. Ich wollte ihm nicht länger auf den Sack geben, Krankenhaus. Haben der Gnuller auf den Sack gegangen letzten Tag. Eine, oder? Nein, 2. Einer wird Niki, einer wird ich. Mit ein bisschen Garlic und ohne Tomaten. Oh ja. Da ist er. Da nimmt das genau, der Bursch. Wie schiert's? So. Das ist mehr von einem Schweinsbraten. Diese Kruste, Alter, das ist übelst der kranke Shit, ohne Witz. Ich will mir nicht. Ja, ich meine, da gibt's ja die fetten Packungen. Da gib mir nicht das Ganze. Sonst frisst es zusammen, wenn das so geht. Yeah. Das ist nicht mehr viel. Das schmeckt echt wie ein Schweinsbraten. Ja, das ist wär's, wenn du diese knusprige Haut vom Schweinsbraten isst. So, wie lange hast du den Scheiß drauf? 8 Wochen. Ja, mit Sicherheit. So, Zeitung. Ja. Bim, 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 bim. Hallihallo. Der Johann ist wieder am Start. Am Start. Das war so das Geilste, weil Leute sagen so, wir immer noch nicht darauf klarkommen, dass ich mir als Johann vorstelle. Aber das ist eigentlich echt so, dass ja mein Dad heißt ja auch Johann und ich bin ja eigentlich der Johann. Also von den Lindenbergen. Also. Du hast ja im Video gesagt, dass du von Ringsburg bist. Hm. So viele Kommentare waren bei dir. Du bist von Ringsburg. Hm, kam so. Und dann gibt es sogar echt bei der Straubing und so aus der Nähe. Und ich so, ja Mann, ich komm da, komm her. Grünzing? Ja, kam Straubing. Das ist dasselbe Gau. Ja, also folgendermaßen ist halt jetzt der Bizeps abgerissen, vom zu krassen Anspannen, oder so ungefähr. Waren wir halt jetzt bei so einem vietnamesischen Doktor hier, bei so einem Wunderheiler, der hat da dreimal draufgehalten mit so einem Stock. Und dann haben sie die Bälle, dann hat sie die Sehne wieder festgeknallt. Na Spaß, wir haben halt abgewogen, oder was wir tun sollen. Ja. Mit Heimfliegen und so und zum Rutsch gehen, das wäre natürlich das Beste gewesen. Das Problem ist halt nur mit dem Reisen und dann jetzt hier Lockdown und Curfew und keine Flüge und dann wieder. Also es war, also der Weg zurück war quasi so aufwendig. Hochprofessionell wie ich bin, ist mir jetzt der Kamera. Also wir haben abwägen müssen, was wir tun. Dann haben wir gesagt, gut, das Umfeld ist entscheidend und hier, ich habe meine Freundin und alle quasi, die mich viel supporten können. Und ja. In der Hinsicht, gut, was ist jetzt passiert? Wie gesagt, ja, das habe ich jetzt erklärt noch gehabt, dass es abgerissen ist gerade, oder? Ja, ja, ja. Glaub, das war das Letzte wahrscheinlich. Also wenn sie es nicht mehr drauf hat, dann schaut es einfach seine Videos auf seinen Kanal. Da ist alles ein bisschen besser dokumentiert. Ja, das ist einfach natürlich ein Maschinenberger wissen, was ihr darüber denkt. Das sind natürlich einige Stimmen, also wir mit Sicherheit wissen, dass es einige Leute gibt, die es natürlich jetzt extrem abfeiern, dass sich der Lindner, der Johann, natürlich jetzt hier irgendwas mal endlich getan hat, damit der scheiß Penner mal endlich wieder sein Maul hält, weil das sowieso alles scheiße ist, weil ich glaube und so. Das weiß ich auch, aber dann musst du dir auch sagen, dass es auch noch 5 andere Hanseln gibt, die wo sagen, bitte Johann, lad doch noch mehr hoch, verstehst du, was ich meine? Ja. Also es gibt immer die wo sagen, hör auf mit deiner Scheiße, das ist nix. Und dann gibt es wieder die sagen, bitte gib uns mehr von diesem Zeug. Und dann gibt es sicher wieder die sagen, oh, jetzt macht das die ganze Nummer Show. Und dann gibt es aber die das singen und dingen sie und die motiviert das Ganze, als vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass sie sich nicht hängen lassen. Weißt du? Ja, weil ich meine, das muss man auch sagen, was soll ich denn jetzt tun? Jetzt könnte ich ja auch sagen, fuck, alles scheiße und so, verpisst euch, ich will alleine sein und jammer mir da einen rein und so. Und ich probiere halt einfach nur zu sagen, gut, Fakt, es ist ja jetzt so, wie es ist und ich kann es nicht mehr ändern. Was mache ich jetzt am besten, das Beste halt irgendwie daraus zu machen? Ja, so ist das Einzige, was ich probiere jetzt gerade, irgendwie positiv zu bleiben und das Beste daraus zu machen. Auch wenn es halt jetzt lange dauert, aber weißt du, was ich meine, es bringt jetzt alles nichts, muss man durch. Ja, passt. Also, merci. Dann, ciao, ciao, adios, amigos.